Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together. Stadio, wenn ich mir lieben, Sierra Komori. Hallo. Ja, und warum wir jetzt unbedingt, warum ich jetzt gerade lachen muss. Salome will jetzt unbedingt das Inferno gucken. Der hat jetzt gerade gefragt, Inferno? oh, das, ja, Inferno, so heißt das halt. Inferno. Inferno ist es auf Deutsch, Inferno ist es halt auf Englisch. Inferno. Inferno. Er hat extra, hat gerade gefragt, das Fest ist heute, oder? Jetzt will sie sich mal aufnehmen, jetzt will sie gucken. Jetzt will sie Fernsehen gucken. Ja. Ah, das fängt übrigens, glaube ich, erst ab 10 an. Ich will doch nein! Ich will nein! Nee, ich will Fenty gucken! So können wir dann was Schönes einkaufen. Eine Vogelscheuche, die nehmen wir mit. Eine Kürbislaterne. Ein funky Teppich, ein Grabstein. Ja, aber keine Ahnung, wie sich diese Skelette bewegen. Gruselig. Ja, das finde ich auch. Gruselig. Die Geh armen nicht zu nah an Dinger. den Käfig. Die armen Dinger, Ey! das ist Skelettquälerei. Macht was! Tut was! Das ist Untotenquälerei hier. Müssen wir eigentlich hier Warum irgendwas gibt es machen? kein Kürbisbier? Kürbisbier. Ich weiß nicht, ob man das trinken kann. Guten Abend, warst du schon im verfluchten Labyrinth? Das ist nicht verflucht. Man muss nur wissen, wo man lang muss. Ich lasse dir den Vortritt, weil ich habe nämlich vergessen, wo es lang geht. Okay. Wusst's mal. Ob ich dich abhängen kann? Wahrscheinlich, ja. Weil ich immer überall hängen bleib. Ja, wo ist es denn? Hä? Ach so. Oh, ich bin so doof. Warte auf mich bitte. Jetzt? Goldener Kürbis. Yay! Hast du auch einen gekriegt? Ja. Yay, und jetzt wieder zurück. Na, ich komme hier nicht weiter. Ich bin gerade fest. Na, ich sehe mich nicht mehr. Huch. Willst du einen Grabstein haben? Ja. Dann kauf dir einen. Nein. Warum nein? Aufs Geld. Ja und? Wir brauchen das Geld. Wow. Voll aus dem Rumpf gelaufen. Jetzt Da kommt jetzt kommt die aus der Ring. Kayako kommt jetzt raus. Genau. Oder Samara von, wenn du die Ja. deutsche Version, die deutsche, die amerikanische Version davon nimmst. Ist der Ring, ist das Grudge gewesen? Nee. Nein. Eigentlich nicht. Aber es sehen beide ähnlich aus. Ja. Ich glaube, nur die Geräuschkulisse ist etwas anders. Nein, nicht unbedingt. Gibt auch teilweise die gleichen Geräusche. Samara hat aber kein so ein Gurgeln. Doch. Hatte sie, glaube ich, auch, Hä? aber also nicht Samara selber, sondern Kayako halt in den anderen The Ja, Ring-Teilen. Kayako ist aber nicht Samara. Oder war das. Nee, Kayako. Nee. The Grudge ist was anderes als Hieß sie The nicht auch Ring. Kayako? Nee, das war Dings, das war der Fluch. Kayako Das war der ist Fluch. The Grudge. Ja, war der Fluch Nur die gewesen. amerikanische Version davon halt. Aber The Ring ist ja was ganz anderes. Auch wenn das Wie Mädel hießen die ähnlich aussieht. bei The Ring? Die chinesische. Samara. Nein, die hat auch im Original einen ganz anderen Namen gehabt. Ach so, im japanischen Original Ja, meinst du? hat ihn Oh, einen das anderen Namen weiß ich gehabt. nicht. Boah. Ich habe das japanische nicht lange ausgehalten. Ich fand den amerikanischen da leider etwas besser. So, war es das jetzt, oder was? Ich glaube, das war's. Auch an die anderen Punkte noch dranhängen Da können. ist ein merkwürdiger Mann. Das bin bestimmt ich. So, fertig. Hast du einen Grabstein? Nein. Dann kauf ihn dir. Du brauchst aber Geld. Ja und? Ist ja nicht so, dass wir pleite sind.
Wir haben sowas von pleite. Wir haben 72.000, also komm. Ich hab einen Grabstein. Aber ein hässlicher Grabstein. Haben wir noch andere Grabsteine? Nee, ich glaube, es ist nur der eine. Funky Teppich. Aha, Funky Teppich. Funky! Ja, ja. Laufen dagegen. Huch! Darf ich denn noch? Darf ich? Ah, das schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr. Ja, wir haben Stöffkins. Wuhu. Wir haben Stoff. Stoff, wir haben Stoff. Ich muss mal eben schon trinken. Oh, habe ich jetzt gegossen? Letzte Nacht hat Ziege Big Mama ihr Nachwuchs zur Welt gebracht. Wuhu. Oh, das passt sogar. Ja, geil. Ja. Schön. Gib mir einen Namen. Bin ja nicht die jetzt so. Keine Ahnung. Little Mama? Oder einfach nur Little oder irgendwas. Was weiß ich. Stuart Little, ha? Huh? Nee, sie ist Stuart. Heißt aber Little. Ich wusste gar nicht, dass sie schwanger war. Ja, das ist ja das, was ich sag. Das finde ich jetzt gerade nicht so geil. Ja, jetzt brauchen wir nach dem Wetter gar nicht mal gucken mit, weil jetzt ist eh Sinn. Wird eh klar. Ja, und wenn, dann schneit's, weil das ist der letzte Tag heute. Und ja, du hast gedingst und es ist Dings da. Es ist Dings da? Oh, geil, wir können auch mal ernten. Was willst du denn? Hi, Agonis, guten Morgen. Bei mir ist da niemand. Meine Ernte! Hier scheint es gut zu gehen. Die Farben sieht super aus. Ja, total super. Also, du bist schon eine ganze Weile hier und ich bin sicher, dass du inzwischen etwas Stoff hergestellt hast. Richtig? Nun, wusstest du, dass du mit Stoff alle Arten von Kleidung anfertigen kannst? Alles, was du brauchst, ist der Zugang zu einer Nähmaschine. Und ich habe zufällig eine zu Hause. Du kannst gerne vorbeikommen und sie jederzeit benutzen. Du kannst jetzt Emilys Nähmaschine benutzen. Ich nicht. Um mit dem Schneidehandwerk zu beginnen, benötigst du ein Stück Stoff und ein zweites Teil. Experimentiere rum und schau, welche einzigartigen Stile es gibt. Und mein Feld ist leer. Naja, zumindest braucht man nicht mehr gießen. Nee. Ja, für die Leute, die das mit dieser Nähmaschine und so noch nicht verstanden. Entschuldigung. Man braucht einfach ein oder zwei Stücke Stoff. Und die zweite Komponente ist dann zum Beispiel hier Mais oder Kürbis. Und je nachdem, was du da als Zusatzding hast, kommt halt ein anderes Kleidungsstück raus. Klingt ein bisschen doof, weil man halt Gemüse für Klamotten nimmt. Aber so kann man halt die verschiedenen Sachen herstellen. Ist halt einfach so. Genau. Klingt du dumm. Hast keine Briefe. Ich will auch keine Briefe. So. Ich will an meine Samen ran. Quick. So, und was ich jetzt machen tun? Wir müssen noch Sensen. Ja, dann sens mal. Ich habe meine Sense nicht dabei. Alter. Was denn? Schreib mir doch so ins Ohr. Komm mal her. Ich kann gerade nicht. Ich bin bei meinen Hühnern. Ich suche gerade die Hühner. Das eine Huhn noch. Hier liegen überall Pflaumen. Echt? Ja. Jetzt liegen überall Pflaumen. Jetzt, wo wir keine Pflaumen mehr brauchen, liegen sie alle da, ja. Ne? Ich habe gerade noch eine silberne und eine normale Pflaume aufgehoben hier. Oh Mann. So süß. So, ich gebe jetzt erstmal Pflaumen ab. Und, genau. Das Stöffkins. Stöffkins. Ich höre nur noch, wie so ein Karnickel im Gebüsch rennt. Hier mal, ey. Ja! Was denn? Ja! Ach so. Juhu. Oh Mann. Wir haben morgen unser Gewächshaus. Yay. Geil. Jetzt können wir uralte Samen anbauen, bis wir schwarz werden. Und nichts anderes mehr. Ja. Und wir können. Wir hätten eigentlich aber auch Mayonnaise machen, ne? Wir können diese süßen Beeren anbauen, damit wir diese Sternfrucht kriegen dafür. Aus Entenei kann man auch Mayonnaise machen, ne? Ja, da gibt's Entenmayo. Hau mal ein Entenei rein.
Ich habe ja noch ein Entenei. Wildflaumies. Oh, ich krieg noch Zapfhähne. Dann zapf mal, du Hahn. Bald nur noch die Fischlis. Ah ne, Quatsch, jetzt im Winter fehlt noch da unten so ein Sammelding. Und dann fehlen nur noch die Fischlis und ein paar Reste von dem Balletin-Board. Was auch mit dem Balletin-Board ist? Dann, ja, das schwarze Brett, mir ist gerade der Name nicht eingefallen. Und da stand halt Balletin-Board. Okay. Alles tut die. Ballett, weißt du, Ballettboard. Was wollte ich erst sagen? Aber genau. Was ich noch. Oh, da fällt mir noch was ein. Alle Sense. Tschüss, ne? Hm? Ich hab gesagt, tschüss, ne? Jo, leb wohl. La la la. Was machst du denn? La la. Ach, ich bin gerade mal mit dem Bus in die Wüste gefahren. Ich wollte auch mit. Ich weiß nicht, ob der Bus noch da ist. Guck halt mal. Nö, jetzt bleibe ich hier und mach Heu. Jetzt habe ich keinen Bock, ne? Genau. Weil mit den Kakteen können wir nämlich auch anbauen. Also die Kakteen können wir anbauen, so rum. Die Kakteen? Die Kakteen, ja. Die verkackten Teen. Ja, und ich weiß, da ist ein Händler, aber da braucht man jede Menge Omnigionen. Ups. Ja, du sollst nicht den Boden kaputt hacken. Da Warum sieht man nicht? Schon. Hier. Espresso, Bomben, Teleport, Wüste, Turban, ein Doppelbett. Yay. Ein Schmetterlingsstall. Du machst doch mal einen Schmetterlingsstall. Keine Ahnung, ich hab mir das Ding noch nie leisten können. Die Omnigionen hacke ich lieber auf. Ja, eben. Ein Kunde. Hi, willkommen in Sandys Oase. Hey, du siehst aus wie der neue Hofbesitzer, über den Emily geschrieben hat. Dann funktioniert die Buslinie Richtung Sterntautal wieder. Oh, ich bin froh. Endlich wieder Kundschaft. Okay, wir müssen noch ein bisschen Heuballen hacken. Rhabarber. Rhabarberblaber. Da gibt hier einfach das Geld hier aus. Ich glaube, es hackt. Ja, ein bisschen Obst und Gemüse zum Anbauen hier. Und ich bringe dir auch noch was mit. Das Doppelbett? Nee, aber ich habe hier eine große braune Couch. Git. Na, so hässlich ist sie eigentlich nicht mal. Hab ich dich gefunden, dämliches Huhn? Ups, du sollst nicht den Boden gießen, hör auf. Gieß den Boden. Gieß, gieß, gieß. Gieß, 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 gieß. Ist es Noctis? Romto? Ich bin wieder zu heim. Ah, Toffee, da ist Toffee. Also, es ist ein Mund alt und es kostet, ist jetzt mal auf 305 Gold. Von ursprünglich? 252. Na, naja, ist doch schon mal was. Oh, da kommen die Tiere zum Vorschein. Guck ja. Mal, ich hab hier was. Was ist das denn? Oh, cool, Eis. Danke. Ja. Hallo, Schnucki putzend. Jetzt dürfte, glaube ich, langsam voll sein. Weiß ich nicht, solange noch diese Heuböppel über deinem Kopf erscheinen, ist noch Platz. Doch tun sie es. So, ich habe schon mal Samen gekauft. Oh. Ach, da liegt ja auch noch. Oh Gott. Da liegt ja auch noch. Oh Gott, jede Menge Gemüse im Dingens. Ja. Ich hab nichts verkauft. Das ist mir gar nicht aufgefallen. So, wir haben jetzt 700 noch was. Das müssen wir hoffentlich durch den Winter erreichen. 720 Heu. Und du kannst nichts mehr aufheben praktisch? Gut. Ich hab nachgeguckt gerade eben. Wie
Fischli, Fischli, Fischli. Fischkäse. Das noch? Fischkäse. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Fischkäse. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ein Rüppchen. Das kann ich auch noch anbauen. Der Wein ist in Arbeit. Das Pfötchen ist gewissermaßen auch in Arbeit. Ja, dann fehlt ja kaum noch was. Ein Kaktus. Eine Kaktus? Ja, eine Kaktus. Wie viel Auberginen haben wir denn? Oh ja, das langt. Aubergine? Auberginen. Ja, uns fehlt ja auf nur noch Englisch das... Eggplant. Ach, hätte ich den Krokus doch nur gekauft. Was hast du gekauft? Achso, das ist auch Winterpflanzen, ne? Stechpalme und Krokus ist Winter, ne? Ja. Gut. Dann haben wir das Handwerksraum fertig, wenn wir den Krokus und die Stechpalme finden. Jupp, genau. Da haben wir es bald. Und ein Thunfisch brauchen wir noch. Ein Thunfisch. Ja, da fehlt uns, bei den Fischen fehlt uns leider noch relativ viel. Ja, ich sehe es gerade. So, den das schwarze mit. Brett. Wein und Rot. Das schwarze Brett. Das schwarze Brett und die Kaktusfrucht. Und der Rotkohl. Ja, Kaktusfrucht habe ich. Muss ich nur abgeben. Kohl. Der Rotkohl. Der Rotkohl und die Rübe. Der Rotkohl gibt's im nächsten Jahr. Ja, und Rübe. Ich glaube, der Rotkohl kommt sogar erst im Herbst. Wenn ich das noch richtig weiß. Ja, aber uns fehlt noch eine Rübe. Ach, Riebsche. Ja, ich habe gerade drüben welche gekauft. Die müssen wir dann im Gewächshaus gerade eine anbauen. Okay. Oh, da ist er. Honig. Oh, die Blümchen muss ich noch pflücken. Grüße, ich bin das, die Königin der Soßen. Alte Schocken-Dip. Alte Schocken. Alter Socken-Dip. Alte Socken-Dip. Warst du schon bei dem Händler unten? Nein. Heute nicht. Guck mal, vielleicht erwische ich ihn noch. Oh nein, ah Mist, das ist nicht der Ausgang. Hat sich ins Bett gekuschelt und ich darf noch laufen, weißt du? Yep. Hast du von deinen Tieren schon die Bude dicht gemacht unten? Nein. Solltest du das noch machen? Warum? Weil sonst kalt wird. Ach, shit, die ist schon weg. Kannst du auf den Weg nach oben machen? Immer ich. Dann läufst du eh dran vorbei. Vielleicht nehme ich ja einen anderen Weg. Vielleicht laufe ich ja extra außen rum. Ja, klar. So schaut's aus, ne? Weißt du, wenn du eh gerade da bist, dann kannst du es auch noch machen. Immer ich. Ja, immer alles auf die kleinen Dicken mit dem Holzbein. Ich weiß. Ah, immer, ey. So. Ja, vielleicht können wir über den Winter jetzt noch den Kuhstall ausbauen. Ja. Geld ist auf jeden Fall da. Das stimmt. Nur beim Material. Oh, da sind noch... Da. Nein, das Material ist auch da. Und da brauche ich noch einen Apfel. Und noch eine Pommesgranate. Zumindest von den Bäumen her, also vom Holz her, ist das Material da. Tschüss, meine lieben Cranberry-Pflanzen. Es war nett mit euch. Oh, warte, ich muss die Blümchen... Jetzt brauchst du auch nicht mehr zu gießen. Ja, ich will ja nicht gießen. Ich will die Blümchen zusammen machen für nächstes Jahr. Ui, ui. Also zumindest ein paar davon. Jo. Um eine Nacht fällt es mitten auf dem Acker dann um? Ja, ey, noch ist 23 Uhr. Noch habe ich Zeit. Lass mich in Ruhe. Okay, lass dich in Ruhe. Tschüss. Ciao. Palim. Palim. So, die Pommegranate kriegst du auch. Ach ja, genau, hier haben wir noch den Honig, den kannst du auch haben. So, komm schon, gib mir noch wenigstens zwei Stück. Komm. Dankeschön. Es wird spät. Ach, wat. So, jetzt bin ich auf dem Weg. Kurz vor Haus, der Bumm. Oder kurz vorm Bett, ne? Da ist der Teppich weg. Quietsch. Ich will's knuddeln. Jo. Gewächshaus. Wuhu. Oh,
Oh, Hofarbeit Stufe 10. Alle Pflanzen wachsen schneller. Handwerkswaren sind mehr wert. Ich nehme die Pflanzen wachsen schneller. Hau rein. Alter. Wir haben definitiv Geld. Wir könnten uns sogar das Material kaufen. Neuer Erfolg, Monokultur. Yay. Aber warum gucke ich überhaupt noch das Wetter an? Oh toll, morgen wird es schneien. Dankeschön. Viecherchen, was ist das denn? Was ist das hier? Hm? Was? Hier. Yeah. Wo bist du denn? Was ist das? Das ist eine saisonale Pflanze. Eine was? Eine saisonale Pflanze, die wo halt in jeder Saison anders aussieht. Im Winter ist halt keine da. Oh, ich geh mal ein bisschen sammeln suchen. Sammeln suchen? Sammeln suchen vor allem. Dann geh mal sammeln suchen. Sammeln suchen gehen. Sira wäre fast 1000 Gold wert. Fast. Uff, okay. Ja, weil sie halt so viele Herzen hat, ne? Ja. Ich bin 1000 Gold wert. Wahnsinn. Wahnsinn. Und Salome? Auch fast. Nur fast. Salome. 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 Entenmayonnaise. Haben wir das eigentlich schon? Ja. Nee, ach, das brauchen wir gar nicht. Ach, jetzt brauchen wir die Stechpalme. Ja, hab ich doch gesagt, Krokus und Stechpalme brauchen wir jetzt. Sonst, ich erinnere mich, dass man sonst immer diese Schneesüßkartoffel gebraucht hat. Jetzt wollen sie so eine Stechpalme haben. Da stichst du dich doch an der Palme, du. Ja. Oh, ich habe ein Werkzeug gefunden, das wir noch nicht abgegeben hatten. Cool. Ein Löffel, ein kaputter Löffel. Und noch ein Buch. Ja, im Winter gibt es sehr viele Würmchen. Ich merk's. Große Ziegenmilch. Große Ziegenmilch. Ja, große Ziegenmilch. Raus. Weg da, ihr Viechers. Das ist mein Revier. Dein Revier? Mein Revier. Ich gehe dann nochmal zu Gunther. Oder wie heißt der Typ nochmal? Zu wem? Für was? Wohin? Geoden aufhacken. Nicht Gunther, der ist anders. Clint Eastwood. Gunther ist unten im Museum. Genau, Clint Eastwood. Clint Eastwood, ja. Milk dahin? Milk. Milk? Milk. Brauchen wir die Entenmayonnaise für irgendwas? Nee, ne? Doch, für ein kleines Secret brauchen wir das. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es eine ist oder mehrere. Ich heb mal. Ja. Heb einfach. Uff. Genau. Hepperfuff. Da ist gerade was Schwarzes. Ja, du hast eine Schattengestalt, die du jetzt verfolgen darfst. Ich heb aber erstmal den Kokos, der da ist, auf. Oh, kannst du mir den geben? Ich muss der Schattengestalt folgen. Ja, die läuft jetzt halt weg und du musst dann den Fußspuren nachlaufen. Hallo. Hi. Der ist hier oben irgendwo. Ich sehe es ja. Ich sehe die Spuren jetzt nicht, weil ich ihn nicht gesehen habe, aber der ist hier oben. Im Gebüsch. Irgendwo hier im Gebüsch. In irgendeinem Gebüsch ist er. Da. Muss ich Schattentypen, ja hoch. Du hast mich erwischt. Oh. Es tut mir leid. Nimm es. Es sah wertvoll aus. Deswegen konnte ich nicht anders. Ich hab da was bekommen. Du hast die Lupe erhalten. Jetzt bist du in der Lage, geheime Notizen zu finden. Diese Notizen enthalten seltene und nützliche Informationen. Du findest sie im Kollektionstab. Ja, auf deinem Inventar in diesen Dingern da halt. Okay. Ja, und immer wenn du halt jetzt zum Beispiel Gras kaputt haust oder wenn du Monster kaputt haust oder wenn du Steine oder sowas aufhaust, hast du eine Wahrscheinlichkeit, dass so eine Notiz droppt und die haben da halt immer so kleine Specials. Ah, ja, okay.
Zum Beispiel so wie so eine Schatzkarte, so vergrabene Stellen oder irgendwie sowas halt, weißt du? Ja. Ist gab's da nicht sogar, witzig. Gab's nicht sogar irgendwie hier irgendwo hinter irgendeinem Haus ein Special? Ja. Ja. Wo du dann so eine Statue vom Bürgermeister findest genau. Ja. Genau, das sind diese geheimen Dinge. Ah, okay. Aber kannst du erst holen, wenn du wirklich diese Notiz hast. Ja, ja. Dann kannst du die erst holen. Vorher nischt. Ach ja, genau, ich muss ja auch noch angeln jetzt wieder, ne? Hat er das nicht? Hat er noch nicht? Yay! Was hat er noch nicht? Was denn? Gewöhnlicher Steintypus. Was hast denn. Was hast denn jetzt für. Ey! Achso, du knibbelst gerade die Geoden auf, ne? Ja. Yep. Ich dachte schon, wir verlieren Geld! Also, eine Sache hat bis jetzt Gunther noch nicht. Ja, ich habe auch noch so einen Löffel. So ein prähistorisches Werkzeug habe ich noch. Kohle. Ich will Thunfisch. Gib mich Thunfisch. Das haben wir doch schon alles. Was ich noch nicht habe. Ah. Schon wieder eine Sardine. Ja, wir brauchen Spurinkle. Spurinkle. Ja. Und? Ja, die kriegen wir, wenn wir genug gespendet haben. Dann können wir sie kaufen, jeden Freitag einer. Okay. Und die kommen dann erst in unser Gewächshaus. Wo gespendet? In Dingshaus oder? Im Museum. Ah, okay. Also da müssen wir, ich glaube, 60 Sachen gespendet haben. Ah, Gunther kann dir mehr darüber erzählen. Okay. Eine Rottbarbe. Eine verrottete Barbe. Es hat im Herbst nicht geregnet. So, Speckstein hat er leider schon. Speckstein? Das ist bestimmt mein Speck, der versteinert ist über die Jahre. Wahrscheinlich. Ich will ein Thunfisch. Du willst was tun, Fisch? Juhu, neue Belohnung. Granit und Cholestin. Obsidianvase, Dekoration. Ui, Schnieke. Das ist bestimmt kein Zeugs hier. Die 60 müssten wir auch bald voll haben, eigentlich. Eigentlich, ja. Wir sollten auch zwischendurch mal in die Höhle gehen. Die Höhle ist mir egal. Hier aber nicht. 6 bis 19 Uhr, ja. Komm schon, gib mich ein Thunfisch. Tun! Du musst was tun, Fisch. Tun! Hast du den Krokus schon abgegeben? Nein. Autsch. Tun! Ich will Thunfisch. Einen goldenen, wenn es möglich ist. Und einen normalen. Und ich war wieder zu langsam, weil ich mich gerade gejuckt habe. Ich glaube, ich brauche einen goldenen und ich brauche, glaube ich, einen normalen, wenn ich mich noch richtig erinnere. Keine Ahnung. Ach, Willi, du weißt auch nicht, wo du hier willst. Ne. Okay, da kommt rein. Ja, tun! Das da. Das da. Das da. Das nisch, das auch nisch. Das ist sowieso nisch. So, den Rest kann ich verkaufen. Tun! Sardine. Käse. Die legen wir dann in Dosen ein. Käse. Sardinenkäse, hä? Käse hab ich. Yeah. Fisch. Ah. An der Angel. Hallo? Was bist du denn für einer? Bleib doch mal ruhig sitzen. Oder stehen. Oder schwimmen. Das ist ein Kackfisch. Ja. Was bist du? Boah. Alter, macht mich das aggressiv, das Vieh. Vielleicht auch, das ist ein Kackfisch. Ich weine gleich. Tschüss. Voll leiser. Ah, nein. Alter, jetzt bleib doch mal hier.
Ist er gerade unten gewesen, schießt er auf einmal komplett hoch. Dann willst du, dass ich angeln gehe, wenn ich noch dämlicher bin, mich dämlicher anstelle als du. Oh, Alter. Ein weißer Thun. Ich will keinen weißen Thun, ich will einen normalen Thun. Bläder Fisch. Aber muss ich aufheben. Ich glaube, für den gibt's auch noch eine Quest. Ich habe 3 Pols geangelt. Wow. Ach doch. Voll der Profi. Ja, mega der Profi. Ich hasse Angeln. Erzähl doch mal irgendwann was. Achso, jetzt ist ja eh Feierabend hier. Ist ja nur bis 19 Uhr. Das ist ein Arschlochfisch, ich kenne das nicht. Kannst du vergessen. Angeln brauchst du bei mir nicht zu erwarten. Das ist bei mir echt gar nichts, was ich könnte. Oh, Cola. Ho-ho-la-ha. Joja. Da versuche ich lieber einen Schneemann zu bauen, ey. Das will ich sehen. Ich roll mich auf den Boden, bis ich voller Schnee bin und dann will ich Schneemann. Ja, ein goldener Thunfiss. Thunfiss? Ja, und noch ein normaler oder und noch ein zweiter Thunfisch für die Ozeanfische dann noch. Okay. Es fehlt noch so viel. Das hätte ich alles gekriegt, wenn es nur einmal geregnet hätte im Herbst. Naja, einmal. Alles vielleicht nicht, aber... Naja, alles, was noch gefehlt hat. Bis auf eine, der jetzt noch... Keine Ahnung, aber auf jeden Fall... ach, da unten. Auf jeden Fall hätte nicht mehr viel gefehlt. Und wir hätten es dieses Jahr noch fertig gekriegt. Tja, blöd. Das ist echt scheiße, ey. Ein Herbst, wo es nicht regnet? Was ist das für ein Herbst? Ein Herbst mit Erderwärmung? Ein Trollherbst. Erderwärmung, Herbst, keine Ahnung. Ein Trollherbst ist das. Ja, das sowieso. Mich hat's eigentlich gewundert. Du nächstes das, das Jahr nicht fertig. Da dachte sie auch so, die ist mir zu schnell. Nee. Ja. Ja, hallo, wir haben im ersten Sternfallfest haben wir direkt den ersten Platz gemacht beim ersten Versuch, weißt du? Bestimmt. Das muss uns erstmal jemand nachmachen. Ja. Bist du auf dem Weg? Ich bin schon da. Ich verkaufe nur gerade meinen Fisch. Wie kannst du den Fisch noch verkaufen? Wir brauchen Geld. Wir haben nur so wenig. Ja, wir sind total arm. Ja, total. Ah. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, Sammeln Stufe 6. Jetzt kann ich Herbstsaat machen. Jo. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Ja, tschüss.